Hey Leute, ja, ihr seht richtig, meine Haare sind noch ein bisschen nass, weil ich gerade aus der Dusche komme und kennt ihr das gerade auch in den letzten zwei Wochen. Man kommt aus der Dusche, zwei Minuten später, man fängt schon wieder an zu schwitzen. Mir ist so dermaßen heiß. Ich glaube, heute wird der heißeste Tag des Jahres und ich dachte mir, es passt richtig, ich mache mal heute so Abkühltipps, weil es ist einfach unglaublich heiß und gerade wenn man irgendwie so im Haus sein muss. Ich gehe zwar jetzt gleich an den See, weil es ist nicht auszuhalten zu Hause, aber ich dachte mir, ich mache noch kurz das Video. Es sind ein paar Tipps dabei, die vielleicht nicht jeder kennt, weil ja, ich bin ein bisschen eigenartig und ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, der ein oder andere Tipp gefällt euch, bevor ich jetzt hier anfange zu schwitzen und beeile ich mich. Viel Spaß! Mein Grundgeheimnis für Kühle ist eigentlich wirklich Wasser und ja, ich nehme da immer so Blumenspülung und habe die früher auch immer mit in Schule genommen, weil da kann man sich so gut abkühlen. Ihr solltet einen frischen kaufen, der ist zum Beispiel schon ziemlich ranzig, sind schon Algen und so drin, aber wenn ihr euch einen frischen kauft, kaltes oder kühles Wasser reinfüllt, könnt ihr immer wieder auffüllen und euch einfach so ins Gesicht sprühen und überall hin und es ist so dermaßen abkühlend, weil ja, es kommt einfach mal in kalte Luft und da kaltes Wasser hin und wenn ihr dann theoretisch mit so einem Ding noch, mit so einem, wie heißt es, Fächer, euch noch so ein bisschen, ja, kühle Luft zufächelt, dann geht's echt und dann kühlt es alles so ein bisschen ab und ihr könnt immer wieder ein bisschen nachfüllen, wenn euer Wasser wieder heiß ist, müsst ihr halt wieder kalt auffüllen. Auf jeden Fall, das ist eigentlich so, wenn ihr nicht gerade gut ausschauen müsst oder wenn es gerade einfach nur so normale Klamotten sind, dann trocknet das ja alles wieder und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut und habe das früher immer gemacht und das Witzige daran ist, man kann ja den Strahl immer so ein bisschen verstellen und es ist immer ganz witzig, wenn man das dann dem anderen gibt und selber hat man dann diese Sprüheinstellung und dann dreht man ein bisschen und dann kommt nur so der Strahl raus und die anderen wollen sich dann auch so abspritzen und spritzen dann aber sich voll so einen Strahl ins Gesicht und das ist eigentlich immer ziemlich witzig. Von dem her, ich kann euch die Teile nur empfehlen, auch um die anderen ein bisschen zu ärgern und ein bisschen Spaß zu haben. Dann der zweite Tipp, den ich habe, nehmt euch ein paar kleine Kühlakkus, der ist voll riesig, den habe ich gerade erst entdeckt. Total kühl und ich schlafe auch gern mit denen, also ich lege mir die dann auf den Fuß oder so und ihr müsst bloß aufpassen, dass ihr keine Frostbeulen oder so bekommt. Am besten tut ihr den irgendwie ein bisschen einwickeln in irgendein Tuch, weil sonst kriegt ihr da irgendwelche Erfrierungen oder keine Ahnung. Deswegen da ein bisschen aufpassen, aber im Endeffekt, wenn ihr irgendwo sitzen müsst und ihr tut euch ein bisschen auf den Oberschenkel und dann wechselt ihr so ein bisschen oder ihr setzt euch drauf oder so, ich finde es total abkühlend, weil das ist einfach mal so, oh. Und wieso dürfen nur die Lebensmittel gekühlt werden? Wir wollen auch gekühlt werden. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz praktisch und nehme die eigentlich, wenn es mir echt heiß ist, mit ins Bett. Und die kühlen eigentlich wirklich gut ab. Also da bin ich echt froh und dann kann man einschlafen. Was bei mir auch ist beim Einschlafen, ich kann nicht ohne Decke einschlafen. Und bei der Hitze, das ist ja unglaublich, wenn man sich da natürlich auch noch zudecken muss. Und deswegen, ich mache es immer so, ich nehme einfach meinen Bettüberzug und tue einfach die Decke innen drin raus und schlafe bloß mit diesem dünnen Ding und dann geht es einigermaßen, weil ohne Decke kann ich nicht einschlafen. Ihr kennt das bestimmt, ich brauche auf jeden Fall was, um mich zuzudecken. Und deswegen nehme ich bloß so den Bettüberzug und es reicht dann eigentlich völlig. Dann mein letzter Tipp, wenn ihr irgendwie draußen keinen Pool habt oder weit weg vom See wohnt, dann kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwo drinnen sitzen müsst, irgendwas schreiben müsst oder keine Ahnung, oder auch draußen auf der Terrasse sitzt und euch einfach mega heiß ist, nehmt einfach so einen Bottich oder einen Kübel, füllt kaltes Wasser rein, könnt noch ein paar Eiswürfel drauflegen und tut eure Füße rein, dann könnt ihr ab und zu mal auch mal mit den Händen rein und das ist so dermaßen abkühlend und ihr seid dann einfach nicht mehr so, boah, ihr habt wenigstens eine kühle Stelle am Körper und ja, es kühlt auf jeden Fall und es ist besser, wie wenn man einfach nur so dort sitzt und alles heiß ist und deswegen mache ich das eigentlich auch ganz gern, wenn ich irgendwo raus sitze beim Essen, wenn wir draußen sitzen, ich nehme so ein Teil mit, stelle meine Füße rein und dann geht's einigermaßen. Wobei momentan, ich habe meinen Fuß ein bisschen zu aufgeritzt und deswegen, ich will es euch nicht zeigen, sieht übelst eklig aus. Aber ja, das war's eigentlich mit meinen kurzen Quick-Tipps für den Sommer. Nein, das war's noch gar nicht. Dann als letzter Tipp, ich kann euch auf jeden Fall Ventilatoren empfehlen, weil ich finde sie ziemlich praktisch. Mein Dad ist davon gar nicht überzeugt und ich darf sie hier auch nicht benutzen, weil mein Dad meint, dass sie ziemlich viel Strom kosten. Also ihr solltet euch vielleicht mit euren Eltern irgendwie vorher abstimmen, aber ich finde sie echt praktisch und boah, mir läuft schon wieder das Wasser runter. Ich könnte jetzt echt einen gebrauchen. Und der letzte Tipp ist so allgemein, wie ihr eure Wohnung oder euer Haus einfach ein bisschen kühler bekommt. Also meine Mama macht es immer und es ist voll effektiv. Man merkt dann richtig, es ist so kühl im Haus. Und zwar, ihr steht in der Früh auf, keine Ahnung, um 5 oder 6, je früher eigentlich, desto besser. Weil da ist draußen die Luft noch kühl und dann reißt ihr einfach alles auf, die ganzen Fenster. Und lasst es so eine Stunde oder eine halbe Stunde einfach mal durchlüften und dann alles zumachen. Rollladen runter, sodass nichts mehr reinkommt und dann ist es drinnen einfach mega kühl. Und man kommt dann von draußen, von den 40 Grad draußen rein und kommt in angenehme 20 Grad oder so. Und es ist richtig angenehm. Von dem her, das kann ich euch einfach nur empfehlen, das macht meine Mom schon immer.
Ja, das war's mit meinen Quick-Tipps. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter schwitzen und dann werde ich aber echt an den See gehen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ins Schwimmbad oder an den See zu gehen, dann geht dahin. Das ist ein ganz anderes Gefühl, einfach mal komplett unter Wasser zu sein. Und ihr baut euch draußen den Pool auf. Habe ich mir letztes Jahr auch wieder einen neuen gekauft. Aber wir haben bis jetzt noch gar nicht aufgebaut, weil ich ja eh so gut wie nie hier bin. Und deswegen, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Genießt die Sonne, genießt das Wetter, benutzt Sonnencreme. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und bis bald. Ciao. Jemand, ich gehe ziemlich spät ins Bett. Ich gehe richtig spät ins Bett. Also, ja, okay, so spät jetzt auch nicht, aber halt so meistens.